So, jetzt müsste das eigentlich laufen. Dann könnte man jetzt mal ein kleines Bildchen malen. Und zwar kann man mal sagen, es gab einen Tempel. Das war der erste Tempel. Der war von Salomo. Erzählen wir nichts mehr. Dann kam der zweite Tempel. Ja, das war der zweite Tempel. Und der war von Zerubabel. Ja. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt kommt der dritte Tempel. Ja. Und dieser dritte Tempel war keiner aus Holz und Stein, sondern dieser dritte Tempel war Christus. Denn in ihm wohnte die Gottheit leibhaftig. Zu Pfingsten wird dann die Gemeinde geboren, die gehört zu Christus dazu. Ja, ist auch kein Haus aus Stein, kein Vatikan oder keine Kirche aus Stein. Ja, das ist die Gemeinde. Die wurde zu Pfingsten in Jerusalem geboren. So, ich war gerade ein bisschen unterbrochen. Also dritter Tempel wäre dann Christus, weil er sagt, dass er brecht meinen Leib ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und weil die Gemeinde sein Leib ist, auch in geistlicher Hinsicht, und weil Gott seinen Geist ausgegossen hat zu Pfingsten in Jerusalem auf die Menschen, die damals gläubig waren, war da die Geburtsstunde der Gemeinde, die zu Christus gehört, der dritte Tempel war. Und Paulus sagt ja auch von dieser Gemeinde, dass diese Gemeinde der dritte Tempel ist. Und das alles geschah in Jerusalem, ja, in der Königsstadt Gottes, also in Jerusalem. Und dann ist die Gemeinde, ich mache das mal ein bisschen grafisch hier so, ist dann weggegangen in die Nationen, aber auch da nicht als Gebäude, kein Geistgebäude, nichts aus Stein und Holz, sondern ganz normal im Geist und in Wahrheit. Und dann war das Gemeinde, ja, aus den Nationen, ja, und zwar über 2000 Jahre in den Nationen, bei den Heiden, in den Völkern der Welt. Und am Ende der Zeit, und das ist auch dritter Tempel, denn das und das ist beides Gottes Geist, das gehört zusammen. Das gehört auch jetzt zum dritten Tempel. Und am Ende der Zeit kommt diese Gemeinde wieder, oder führt Gott den Weg der geistlichen Gemeinde wieder zurück, und zwar genau dahin, wo er mit der Gemeinde auch angefangen hatte, nämlich nach Jerusalem. Ja, und zwar nach 2000 Jahren wird Gott das wieder hierhin zurückführen. Und auch das wird Gemeinde sein. So, jetzt bin ich wieder unterbrochen worden. Meine Karte war auch voll, habe ein bisschen weiter gezeichnet. Also die Gemeinde, die in Pfingsten, zu Pfingsten in Jerusalem gegründet wurde, die neutestamentliche wiedergeborene Gemeinde, die ging dann weg zu den Heiden. Und auch da war das kein Haus aus Stein, sondern die geistliche Gemeinde, die 2000 Jahre in den Nationen dann gewesen ist. Das sind eigentlich wir. Und am Ende der Zeit geht geht die Gemeinde wieder zurück nach Jerusalem, auch wieder Gemeinde, und zwar dann, wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren werden wird. Also das ist dann auch wieder in Jerusalem, genau wie der Anfang, so wird auch das Ende sein. Ja? Also hier haben wir Ölbaum, hier haben wir einen Ölbaum und hier haben wir den Leuchter. Das ist das, was Zacharja gesehen hat. Und die ganze Dauer der Gemeinde, die wird ungefähr 2000 Jahre sein. Und das alles ist der dritte Tempel. Das alles ist der dritte Tempel. Diese ganzen Dinge beginnen mit Christus, dem Haupt der Gemeinde. Der Leib der Gemeinde wurde hier zu Pfingsten in Jerusalem gegründet oder geschaffen, dadurch, dass Gott seinen Geist auf Jerusalem ausgegossen hat. Dann geht Gott in die Nationen und am Ende der Zeit kommt er wieder zurück. Und in Jerusalem ist der Abschluss
der Gemeinde. Und der Leib der Gemeinde und das Haupt der Gemeinde sind eins und sind der dritte Tempel. Und danach kommt dann der vierte Tempel, wenn wir so sagen wollen. Ja? Der wird auch wieder in Jerusalem sein. Dann allerdings als richtiges Haus, als richtiger Tempel, so wie er in Jesaja und in Hesekiel beschrieben wird. Und das wäre dann der vierte Tempel. So wäre die Ordnung. Das wäre der vierte Tempel. Dann haben wir den ersten Tempel von Salomo, ein echtes Haus. Den zweiten Tempel von Zerubabel, auch das ein echtes Haus. Dann kommt der dritte Tempel. Das ist eigentlich, wie sollen wir das, machen wir mal so einen Kasten drum, ja, so einen Rahmen drum. Das wäre praktisch hier der komplette dritte Tempel. Und dann kommt der vierte Tempel, so wie in Jesaja und Hesekiel beschrieben ist, auch wieder in Jerusalem. Und die Juden, die im Alten Testament hier in der Zeit Gottes Wort gelesen haben, ohne Geist, sondern nach den Buchstaben, die schauen über diese Zeit der Gemeinde, über diese Zeit des dritten Tempels hinweg, von dem Tempel bis hinten in die letzte Zeit, bis hierhin. Ja? Und durch die Apostel, denen durch Gottes Geist die Gemeinde geoffenbart wurde, die sehen, dass dieser dritte Tempel hier auch hiermit und auch hiermit angedeutet gewesen ist, vorhergeschattet ist. Die endgültige Erfüllung dieser Jesaja- und Hesekiel-Stellen aber dann hier, und zwar im tausendjährigen Reich, sein wird. Tausendjähriges Reich. Ja? Und dann haben wir hier praktisch Altes Testament mit 4000 Jahren. Hier haben wir neutestamentliche Gemeinde mit 2000 Jahren und nochmal das tausendjährige Reich. Und das alles zusammen macht 7000 Jahre Gottesgeschichte mit der Welt. 7000 Jahre Gottesgeschichte und ein Sabbatjahrtausend. Ja? Denn der siebte Tag sollte ja geheiligt werden. Das ist so die Perspektive, die ich denke, die wir einnehmen können. Und wo wir dann sehen, dass dieser dritte Tempel eigentlich das ist, was heute schon ist. Und das, was in der Bibel eigentlich der vierte Tempel ist, der im tausendjährigen Reich gebaut wird, den beziehen viele Prediger und Pastoren und vor allem auch die jüdischen Rabbiner hier in die Zeit. Aber da gehört er gar nicht hin, sondern dieser Tempel, der dritte Tempel, der ist schon im Bau. Und wenn man sich daran erinnert, dann hat Salomo die Steine für den salomonischen Tempel im Steinbruch schon fertig gemacht. Die lagen also alle fertig, vorgefertigt im Steinbruch. Und als der Tempel Salomos dann aufgebaut wurde, hat man auf der Baustelle keinen Hammerschlag gehört. Dieser Tempel ist ganz leise aufgebaut worden und war dann irgendwann, war der einfach fertig. Und das, was hier im Alten Testament im Buchstaben uns berichtet ist, dass dieser Tempel ohne Lärm gebaut wurde, ist eine Prophetie auf den wahren, auf den wirklichen Tempel im Geist und in Wahrheit. Denn diesen Tempel sieht niemand und diesen Tempel hört auch niemand, außer er hat den Geist Gottes. Und das ist etwas Wunderschönes, dass wir die Bibel so lesen dürfen und Christus erkennen können als das Haupt dieses Tempels, dass wir als Gemeinde hier, natürlich aus den Nationen, aber unsere Wurzel kommt ja hier aus Jerusalem, von der Pfingstgemeinde und wird in Jerusalem wieder seinen Abschluss finden. Das hier ist praktisch der Leib Christi, ja? Und das ist das Haupt. Und alle beide zusammen, die bilden den dritten Tempel. Das ist etwas Wunderschönes, dass wir das so sehen dürfen und erkennen können. Und das ist auch das, wo auch Paulus sagt, durch den Geist erkennen wir die Tiefen der Gottheit. Oder Johannes sagt im ersten Johannesbrief, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr schon gehabt habt, nämlich das alttestamentliche Gebot. Also ihr schreibt kein neues Gebot. Und im Folgevers sagt er, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht, das scheint jetzt. Und das versteht, dass der Tempel Zerubabels und der Tempel Salomos und im Übrigen auch die Stiftshütte, ja, die Stiftshütte war ja auch ein Zeltheiligtum in der Wüste, ein echtes Heiligtum, dass auch die Stiftshütte alles zusammen ein Bild sind, ein Vorbild auf diese wahre Gemeinde, die in Christus Wahrheit geworden ist. Ist ein Geheimnis.
Es ist nicht die Kirche, auch nicht die katholische Kirche oder evangelische oder die Freikirchen, sondern es ist die Gesamtheit aller Menschen, die glauben, ob sie aus den Juden sind oder ob sie aus den Heiden sind. Spielt gar keine Rolle. Epheserbrief, der Zaun, der getrennt hat, ist abgetan, ob ein wiedergeborener Christ aus Israel ist oder aus Jerusalem oder ob er aus der Nation ist, spielt hier überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass wir in Christus sind. Und das ist eigentlich der dritte Tempel. Das heißt also, wir warten nicht darauf, dass irgendein Tempel noch gebaut würde in dieser Zeit, in Jerusalem, ja, also dass das ein echtes Gebäude wäre, sondern wir verstehen durch die Zusammenhänge aus dem Alten Testament und aus dem paulinischen Evangelium und aus dem, was Petrus im Neuen Testament schreibt, auch das, was Jesus sagt über den geistlichen Tempel, verstehen, dass das ein lebendiges Gebäude ist. Also kein totes Gebäude aus Stein, ja, wie diese Tempel alle waren, sondern, und auch die Stiftshütte aus irdischen Materialien, sondern ein geistliches Gebäude, sodass Petrus sagt, er baut euch als geistliche Steine zum Haus Gottes. Wunderschöne Sache. Das wäre praktisch so die Heilsstruktur, die wir da sehen. Um noch was Kritisches zu sagen, das ist auch der Grund, warum ich Dispensationalist bin. Das klingt vielleicht bei dem anderen ein oder anderen ein bisschen negativ. Mir geht es auch jetzt gar nicht um große Lehrgebäude oder Schubladen da aufzumachen. Denken wir einfach vom Inhalt her und nicht nur von der Form, von der Schublade her. Das hier ist eingeschoben in die Israelsgeschichte. Denn der Tempel Salomos und der Tempel Zerubabels, die sind zerstört worden. Und im tausendjährigen Reich fängt die Israelsgeschichte wieder an. Und dazwischen ist die Gemeinde als geistliche Heilshaushaltung Gottes eingeschoben. Beginnend in Christus, ausgeführt dann in der Pfingstgemeinde und in der Nationengemeinde und vollendet in der Endzeit hier in der Gemeinde, die in Jerusalem dann wieder sein wird. Das ist eigentlich schon alles. Ich hoffe, man kann das halbwegs verstehen. Mir war das wichtig, so eine kleine Skizze zu machen, damit man so ungefähr versteht, worüber man da überhaupt spricht. Und vor dem Hintergrund werden dann auch viele Stellen im Neuen Testament und natürlich auch im Alten Testament verständlich. So, jetzt muss ich nochmal was nachschieben bei der ganzen Skizze hier. Und zwar ist es so, dass die Frage ist, wo in dieser ganzen Struktur kann denn jetzt dieser sogenannte dritte Tempel, von dem immer wieder auch gesprochen wird, heute hingestellt werden? Denn der fehlt ja noch bei uns in unserer Skizze. Es ist eigentlich so, dass, das habe ich hier schon so viel gemalt, ne, dieser Teil hier, das und das, das wird alles anerkannt als ein Tempel, ein neutestamentlicher Tempel. Warum? Weil das im Neuen Testament so steht. Aber man bringt diesen Tempel, diesen geistlichen Tempel, Christus selber als das Haupt und die Gemeinde zu Pfingsten und die Gemeinde der Nation, die bringt man nicht mit diesem letzten Tempel, der dann noch irgendwie kommen soll, geistlich in Verbindung, sondern man bringt das nur dem Buchstaben nach in Verbindung. Eigentlich ist es so, dass wir Nationenchristen nur Christus und die Gemeinde sehen. Und erst wenn man sich mit diesem Thema hier beschäftigt, dann sieht man, dass das ja auch dazu gehört, die Gemeinde zu Pfingsten in Jerusalem, die in Jerusalem geboren wurde. Und dann wird einem bewusst, dass die Gemeinde aus den Nationen durch den Geist Gottes wiedergeboren wird und die Gemeinde zu Pfingsten damals ja auch, dass die zwei also zusammengehören. Und beide gehören zu Christus. Aber man versteht nicht, dass dieses Heils Konglomerat, wenn man so sagen will, nämlich der Christus, Christus und seine Gemeinde, auch hiermit in Verbindung stehen. Mit einer Gemeinde, die in der Endzeit in Jerusalem nochmal kommt, weil Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren wird. Diesen Teil hier, den sieht man nicht. Warum nicht? Weil die meisten, und jetzt rede ich mal ganz offen und ungeschminkt, weil die meisten neutestamentlichen Pastoren und Prediger und Pfarrer das Neue Testament ohne Geist Gottes auslegen. Die lesen das Neue Testament genauso buchstäblich und dem Buchstaben nach, wie die Juden das im Alten Testament auch getan haben. So, jetzt bin ich schon wieder unterbrochen worden, weil meine Chipkarte voll war. Jetzt muss ich da nochmal anfangen, also nicht irritieren lassen wegen der schwarzen Linien. Ich habe gesagt, dass die Pastoren des Neuen Testamentes
zwar aus dem Neuen Testament buchstäblich her rauslesen können, was Paulus geschrieben hat über die Gemeinde, dass sie ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in den Evangelien, das sogar Matthäus schreibt, explizit, Jesus redet aber von dem Tempel seines Leibes, aber sie bringen dieses geistliche Gebilde der Gemeinde Jesu Christi nicht in Verbindung mit diesem Tempel, der in der Endzeit noch angekündigt ist im Neuen Testament, den man geistlich verstehen muss, sondern sie lesen das Neue Testament so, wie die Juden ihr Altes Testament gelesen haben, so lesen die Christen ohne Geist oder mit wenig Geist das Neue Testament. Und deswegen bringt man diese geistliche Heilshaushaltung der Gemeinde Jesu Christi aus Nationen und Juden mit unserem Herrn Jesus Christus als Haupt nicht in Verbindung hier und unterstellt hier, das habe ich dann halt so schwarz geschrieben, einen dritten Tempel. Einen dritten Tempel, der dann nach ihrer Auffassung auch wieder aus Holz und Steine bestehen muss, wie der zweite Tempel aus Holz und Steinen und auch Gold bestand und der erste Tempel auch. Man adaptiert also genau wie die Juden auch, und das ist das Erschreckende eigentlich dabei, man adaptiert genau wie die Juden auch, so liest man auch das Neue Testament und adaptiert das, was hier in Stein und Holz gebaut wurde, hier für die Endzeit und sagt, das ist der dritte Tempel. In Wirklichkeit wird aber der dritte Tempel schon seit 2000 Jahren gebaut, aber sie sehen es nicht, sie bringen es nicht in Verbindung. Und deswegen sagen sie, dieser dritte Tempel, der hier gebaut wird, der muss aus Stein und Holz gebaut werden, oder dieser dritte Tempel, der noch angekündigt ist, auch hier im Alten Testament und wovon auch Johannes spricht in Offenbarung 11 und auch der Paulus in 2. Thessalonicher 2, dass der Antichrist sich in den Tempel hineinsetzt, das bringt man dann hier mit der Gemeinde aus den Nationen irgendwo noch in Verbindung, aber diesen Schritt hier, den geht man nicht mehr. Und das Geheimnis dabei ist eigentlich zu verstehen, dass die Gemeinde, der Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde wieder in Jerusalem ist, nämlich dann, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Das heißt, der Geist Gottes senkt sich erneut auf diese Stadt, wie er das zu Pfingsten auch schon mal getan hat. Die Frage ist jetzt natürlich die, wo verortet man denn jetzt überhaupt noch diesen dritten Tempel? Der muss ja irgendwo hingehören. Den vermutet man jetzt hier irgendwie, aber eigentlich müssten wir den wegnehmen. Ich habe den hier nochmal hingemalt. Bin aber der Meinung, oder ich frage mal einfach, wenn in diesem Tempel, den man da noch vermutet, der in der letzten Zeit noch gebaut werden soll, so sagt man ja, was ich nicht glaube, aber angenommen, der würde tatsächlich noch gebaut, was ich auch nicht glaube, was nicht wahrscheinlich ist, aber auch nicht unmöglich, aber unterstellen wir mal, der würde gebaut werden. Der Mann, der dann dort hoher Priester ist, wäre doch ein Konkurrent zu unserem hohen Priester, oder nicht? Na ja, natürlich. Die Opfer, die hier geopfert werden würden, wären doch Konkurrenz zu dem einen großen Opfer Jesu Christi. Na ja, natürlich. Der Tempel aus Stein und Holz, der hier steht, wäre doch Konkurrenz zu diesem geistlichen Tempel des Neuen Testamentes. Ja, natürlich. Das heißt also, das, was hier man sich vorstellt oder was man glaubt, was kommt, weil man das Wort Gottes nicht mit Gottes Geist versteht, sondern fleischlich versteht und buchstäblich, dieser dritte Tempel, der dort erwartet wird, ist nicht im Willen Gottes. Das ist wichtig. Der ist nicht im Willen Gottes. Dieser Tempel war im Willen Gottes, war der Tempel Salomos, der auch, Serubabel, der ist auch im Willen Gottes. Naja, der unbedingt, das ist Christus, ja, er selber war erfüllt mit dem Geist Gottes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also dieser Tempel ist auf jeden Fall von Gott gewollt. Auch die Gemeinde ist von Gott gewollt. Sogar aus den Nationen, aus Gnadenwahl Gottes ist noch gewollt. Und auch die Wiedergeburt Jerusalems am Ende der Zeit als geistlicher Tempel ist gewollt. Und der Hesekiel-Tempel, der als vierter Tempel sozusagen, wenn das der dritte ist, ist das der vierte Tempel, der dann gebaut wird, ist auch im Willen Gottes. Aber dieser, den man da herbeiredet, und vermutet und irgendwie konstruiert aus falsch verstandenen Aussagen des Neuen Testaments und Prophetien des Alten Testaments, die ins tausendjährige Reich gehören, und das dann hier irgendwo zu einem dritten Tempel zusammenbaut, das machen die Juden. Ja, die warten darauf, klar, weil das Alttestamentler sind, die haben nicht Gottes Geist. Das für mich Erschreckende ist, dass neutestamentliche Pastoren, Prediger, Pfarrer nicht mehr leisten als die Juden im Alten Testament auch. Und nochmal, wenn wir das Neue Testament lesen, dann machen wir aus Christus einen Mose. Dann machen wir aus dem Neuen Testament wieder ein Gesetzbuch mit allerlei Vorschriften, mit Sabbatgebot, mit Sonntagsgebot, mit heiligen Orten, heiligen Handlungen, heiligen Tagen, heiligen Zeiten, heiligen Speisen, die wir essen und die wir nicht essen. Und wir sind im Sichtbaren gefangen, während Paulus aber sagt, wir sehen auf das
Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Das heißt, dieser Tempel, der wird schon längst gebaut. Seit 2000 Jahren ist er schon im Bau. Und wenn man mal daran denkt, ich glaube, ich habe da eben auch schon von gesprochen, der salomonische Tempel, der wurde ja auch in Fertigbauweise erstellt. Also die Bauteile waren alle schon fertig. Als der Tempel dann errichtet wurde, hörte man keinen Hammerschlag. Und genauso leise und genauso heimlich und genauso verborgen, wie dieser Tempel errichtet und gebaut wurde, so kommt auch die Gemeinde Gottes in 2000 Jahren leise, unscheinbar, unvermutet zusammen. Und wenn sie zum Abschluss findet, wenn dieser letzte geistliche Tempel in Jerusalem dann auch gekommen ist, dann wird das zum Ende gekommen sein und dann wird plötzlich der Tempel fertig sein. So schnell, wie auch der salomonische Tempel dann fertig war, weil diese Teile alle im Steinbruch schon vorgerüstet worden sind. Das ist eigentlich das, was ich damit so sagen will und zeigen will. Das heißt, diese Erwartung eines dritten Tempels hier ist falsch, die zielt ins Leere, die passt nicht zusammen mit Christus, mit der Gemeinde, mit den Opfern, mit dem Hohenpriester, das passt vorn und hinten nicht. Und wir sehen jetzt, das war der erste, das war der zweite, das ist der dritte Tempel. Ja? Den kann auch nur der sehen, der geistliche Augen hat. Und bisher wurde das nicht in Verbindung gebracht mit dieser endzeitlichen Wiedergeburt der Stadt Jerusalem, sondern man hat da ein Häuschen hingestellt, einen Tempel hingestellt, von dem man sagt, das ist sowas wie hier irgendwie. Aber die neutestamentlichen Pastoren, die müssten das Neue Testament lesen und mal überlegen, was sie da überhaupt behaupten. Das passt überhaupt nicht zusammen. Was ich noch zum Schluss sagen möchte, dieser Tempel, von dem wir sprechen, und der hier ja irgendwie auch wieder kommt und der hier in Salomo ja auch schon angedeutet war, der hat eine ganz besondere Beziehung zum Land Israel, denn das ganze Land Israel ist aufgebaut von seiner Struktur her wie der Tempel. Ja? Israel ist der Vorhof, das Nordreich Israel ist der Vorhof, Juda ist das Heiligtum, Jerusalem ist das Allerheiligste und in Jerusalem steht der Berg Zion, das ist der Altar. Ist das nicht seltsam? Ist das nicht wunderbar? Vielleicht ist das auch der Grund, warum Israel während seiner Geschichte immer in zwei Hälften geteilt war, in ein Nordreich und in ein Südreich, in Israel und Juda. Oder Ephraim und Juda. Das ist der Vorhof. Johannes soll den Tempel messen und die darin anbeten. Denn Jerusalem wird wiedergeboren. So sagt Johannes in Offenbarung 11, Jerusalem wird wiedergeboren. Das ist der Tempel. Ja? Und die da beten, der betet der wiedergeborene Überrest an. Und den Vorhof soll er nicht messen. Ja? Denn er ist den Heiden gegeben und die werden die heilige Stadt zertreten. Ja? Das sagt Johannes in Offenbarung 11, wir müssen das geistlich verstehen, was Johannes da sagt. Er soll den Vorhof nicht messen. Warum? Weil der Vorhof Israel im Bund ist mit Syrien. Da haben wir schon von gesprochen. Ja? Die beiden werden im Bund sein und die werden Jerusalem angreifen und werden Jerusalem belagern. Und dann kommt Jerusalem während dieser Belagerung zur Wiedergeburt. Da haben wir auch schon von gesprochen im Syro-Ephraimitischen Krieg in einem unserer vorigen Videos. Aber das Land Israel, das ist aufgebaut wie die Stiftshütte und der Vorhof, der ist den Heiden gegeben. Ja? Die werden ganz Israel, das Nordreich Israel, bevölkern und überrennen. So müssen wir die Bibel lesen. Ich hoffe, es ist halbwegs klar geworden. Tut mir leid, dass das jetzt so abgehackt alles hintereinander kommt, aber einmal kam ein wichtiges Telefonat und dann war meine Karte voll und dann kam dies und jenes. Ich hoffe, es kommt so ungefähr zusammen. Man kann das auch nochmal in schön machen, aber um es zu verstehen, glaube ich, genügt das auch. Das ist so ungefähr meine Sicht. Vielleicht noch eins, das ist der Grund, warum ich Dispensationalist bin. Ich glaube, ich habe das eben schon mal gesagt, dass diese Gemeinde Gottes, die nicht jeder sehen kann, kein Gesetzeslehrer des Neuen Testaments und derer gibt es viele, kann das verstehen und sehen. Die wiederholen alle nur das, was Paulus buchstäblich hingeschrieben hat. Aber der Blick hier für dieses Geheimnis fehlt ihnen. Sie sehen das hier oder meinen das zu sehen, aber das passt überhaupt nicht zur Gottesgeschichte. Ich glaube, so wird es rund, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Und dann kann man sagen, es gab einen ersten, zweiten, es gibt einen dritten Tempel und dann kommt der vierte Tempel. Und dieser hier, der sogenannte dritte Tempel, den gibt es nicht. Das ist eine Chimäre, den hat man sich aus Unverständnis da irgendwo zusammengebaut. So, soweit in aller Kürze. Ich hoffe, es ist halbwegs verständlich geworden und hoffe, die Aufnahme ist so, dass man sie gebrauchen kann. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.